Show. Die nächste ist die Andrea Adam. Andrea, du bekommst leider kein Buch, weil du nicht von einem Herrn rausgeworfen bist. Du hast gegen deine Mitkonkurrentin verloren. Aber einmal gut essen gehen hier in Hinzelauben. Ich hoffe, wir sehen dich hier wieder. Du bist immer ein hübsches Anblick. So, dann. Der Andreas Bernecker hat als. Der ist eine Runde weitergekommen, hat trotzdem verloren. Ich grüße Schalke-Fan. Grüß dich mit einer Pizza hier auf der La Terrasse. Dann der Jens Klostermann, der so fair war. Nee, das war der Lars. So, der Jens Klostermann, bitte. Das war ich! Das warst du, ja, der faire Verlierer, der schon in der Liste weiter war und sich da beschwert hat, dass er nicht weiter war. Ah, der Lars Kübiter war das, ja. Der darf gleich erst kommen. Doch, der schickt ihn direkt her, der Lars. Lars, komm her. Komm her, Lars. Der fairste Sportsmann aller Zeiten hier. Hey! So, Philipp Zamar kommt gleich hier. Hast du was zu essen? Ja. Du brauchst ja immer was zu Ningel. Hier. Ja. Ja, da geht's gut. Gut, schönen Abend. So, dann noch die Elodie Mitternacht. Du bist von dem liebenswerten Karl auch rausgeworfen worden. Und als Trost gibt er dir auch dann noch ein Buch mit seiner Mitbung. Viel Spaß beim Lesen. Und du kriegst noch was zu essen dabei. Ja, war toll. Vielen Dank. Herzlichen Gruß an Luxemburg. Oh ja, hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ah, ja, genau. Heimliches Training ist wunderbar. So, ich hoffe, jetzt bin ich durch. Ja. Der vierte Platz geht dann an unseren lieben Karl. Ganz knapp um 6/10 geschlagen. Der kriegt dann 2 Gutscheine, oder? Haben wir noch genug? Zählen wir erst noch. Ja, gib ihm 2, der kann dann mit seiner Frau essen gehen. Du warst ja, du bist ja der Damenwelt sehr zugetan, du hast sie ja auch getröstet und geschlagen. Ja, fast getauscht, noch hast gewartet. Warst ein fairer Mitspieler. Vielen Dank, für dass du dabei warst. Und falls jemand einen Krimi von Leser will, ist bestimmt im Internet zu haben. Karl von Leser. Ja, man findet dich bestimmt, oder? Ja, klar, wunderbar. So, dann die Pokale und... Aha, jetzt mit Küssen, jetzt. Jetzt geht's mit Küssen. Auf dem dritten Platz ist Peter Hartmann. Hartmann, herzlichen Glückwunsch. Schöner Platz. Natürlich toll, dass ihr dabei wart, das Rugby-Team. Und Karl, kannst du noch einen Essensgutschein dabei geben? Jawohl. 3 Stück haben wir noch, weil du verzichtet hast. Wunderbar. Ja. So, auf dem zweiten Platz. Karl, ist ein Essensgutschein von seiner einer Kneipe kannst du mir nicht geben. Den kriegt Karl. Ah, kannst du in die andere Kneipe gehen? Ja, okay. Okay. Katrina TV, Platz 2! Silbermedaille! Oh, alles gut vertreten, der wird vom Mosebratscher-Team. Ja. Wir haben immer montags hier unseren Stammtisch. Wer uns dann nochmal treffen möchte, kann auch montags gern vorbeikommen. Der Katrin ist immer ein guter Koch und ein guter Wirt. Herzlichen Glückwunsch, zweiter Platz. Du. Gehst bei der Konkurrenz essen? Kannst bei der Konkurrenz essen gehen? Oder weiter verschenken? So, jetzt bin ich noch einmal um einen richtigen guten Jingle. DJ Moja.
Ausfallsfolien Zerlaubungen. Erster Platz mit Abstand um 45 Sekunden für 100 Meter mit 1000 Liter Fass ist Kevin Hart aus USA. Okay, Kevin, du darfst auch jetzt spritzen. So, ein herzlicher Applaus für unseren Sieger, Kevin Hart! So, einfach noch für die Presse, einmal gut spritzen. Glückwunsch und vielen Dank, dass ihr da wart. Die Party geht noch ein bisschen weiter. Der Andi singt noch ein bisschen für uns. Und am Bierstand können wir noch mal für einen guten Zweck versorgen. So, vielen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Jahr. Tschüss, bye bye.